Royal Composer Brothers Flat, The Younger. Rest in Peace. Und jetzt ist der wieder da. Der hat auch was gegen uns. Der hat nichts gegen uns. Der hat uns ganz doll lieb. Er will nur knuddeln. So. Aua! So, und zwar hol ich nämlich gleich die Hymne der Sonne. Deswegen muss ich jetzt hier diese nervigen Geister anquatschen. Das heißt, ich muss es zwar nicht, aber ich mache es einfach. Oh, schon wieder drüben. Ich glaube, ich sollte mal keinen Sprungschlag machen. Nur die normalen. Ne? Hä? Sondern nur die normalen Schläge beim Geist, weil sonst haut er mir eine mit seiner Lampe. Echt? Warum denn? Mag er dich nicht? Nö. Warum nicht? Frag ihn doch. Geist, warum magst du ihn nicht? Weil ich seine Ruhe gestört habe. Ja, klar. Ups. I am dead again! What? You again? Somehow you remind me of Princess Zelda. Since you may have some connection with the royal family, I will tell you a little more of our tale. Back then, people called us great composers because of the many musical masterpieces we wrote. But we brothers are not just composers. We had a mission to analyze the mysterious powers of Hyrule's royal family. Our names would be a part of Hyrule's history if we could complete our research. We kept our study extremely secret until we completed it. To tell the truth, each of us was studying a different song, one to summon the sun and another to summon the moon. If you were really sent by a member of the royal family, I will tell you about the results of our study. We inscribed it on the royal tombstone. As a messenger of the royal family, you should show your royal credentials on top of the Triforce mark. Do you want to hear what I said again? No. So, nun müssen wir jetzt uns hier hinstellen. Why not? Ich würde das gern nochmal hören. Und jetzt müssen wir ja... So viel Englisch ist auch gut am Abend, dann träume ich bestimmt von irgendwelchen Engländern. So. Jetzt spielen wir hier Zeldas Wiegenlied und gehen ins Grab rein und holen uns die Hymne der Sonne. Und es wird düster. Es donnert. Cool, dieser Mario gefällt mir wirklich sehr. Er muss was aushalten, Link, ey. Doch, Link muss gar nichts. Link ist eine Memme. Genau, er wird für immer eine Memme bleiben. Er ist noch ein Kind, der hält gar nichts aus. Obwohl. Nein, der erwachsene Link ist eine Memme. Kann ich dir überhaupt weiter? Und schwul. Ich geh mal rein. Ja! Der erwachsene Link trägt Strumpfhosen. Royal Family's Thumb. So, die ersten Fledermäuse. Die wir töten müssen. Und hier liegen schon die ersten Gebeine. Na, köstlich. Daneben. Ich glaube, die Fackeln waren nur dafür da für eine Truhe, oder? Weiß ich nicht mehr. Glaub ja. Oh, a piece of heart. Das war's auch schon. A piece of heart. Und irgendwas scheint da zu sein, weil Nafi da hinschwebt. Naja. Ist die grün? Jupp. Dann kannst du die Hymne des Sonnes spielen, da kommt diese Hyperfee. Ach so. Ja, die habe ich auch nicht, die hole ich mir erst. Ach, die Sache mit den Untoten. Soll ich einfach mal durch die Mitte rennen, durch die Mitte wieder raus? Obwohl. Ich renne mal durch die Mitte durch. Ist zwar giftig, aber egal. Nein! Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Jetzt stirbst du.
Nee. Ich hab nur jetzt ein halbes Herz verloren, aber die Untoten gehen mir auf den Keks. Hm. Was steht denn da Schönes? This poem is dedicated to the memory of the dearly departed members of the royal family. Was steht denn da Schönes? The rising sun will eventually set a newborn's life will fade. From sun to moon, moon to sun. Give peaceful rest to the living dead. This is an interesting poem, huh? Something is inscribed on the tombstone. It's a secret melody of the composer brothers. Keep the sun's song in your heart. Das ist so simpel. Man muss doch kein Engländer sein, um das zu verstehen. Ich werde mich aber nicht mit diesen Untoten prügeln, solange ich nicht dieses... Doch, du wirst mit diesen Untoten prügeln, die sind total schwach. Ja. Ich meine... Nee, ich warte lieber darauf, bis ich mein Wasserschwert habe. Restless souls wander where they don't belong. Bring them corn with a sun song. Witzig, ne? Ja, jaut mal. Und ihr schlacht jetzt erstmal eine Runde. Was ich auch erfahren habe von Looks Like Link, wenn man einen dieser Untoten tötet, dann greifen die anderen einem nicht mehr an, sondern die gehen erstmal zu einem anderen Kollegen, der tot ist, und wollen ihn erstmal wiederbeleben. Und solange sind die anderen keine Gefahr. Also, wusstest du das? Hä, nochmal. Wenn du einen der Untoten tötest, dann ignorieren dich die anderen und du kannst die anderen auch ganz in Ruhe killen, weil die anderen Untoten sich erst um den einen kümmern, der verstorben ist, sozusagen. Die sind alle schon tot und kümmern sich um einen, der schon wieder tot ist. Doch, da gibt's Sinn. Ja, finde ich auch. Scheiße, nein! Ich will nicht, dass du mich bummst. Lass mich in Ruhe. Nein, du bummst mich nicht hier. Die, you Mistvieh. Es wird hier nicht über schlimmere Sprüche ausarten. Das garantiere ich euch. Das will ich mir abgewöhnen oder gar nicht erst damit anfangen. Alter. Link ist kacke. Also da wollte er mich doch tatsächlich über Kopf bumsen, ey. Wie sich das jetzt angehört hat. Also oh, echt. Ein Herzteil. Die armen kleinen Kinder, was sie sich alles anhören müssen. Ich habe ein Herzteil gefunden. Das war wohl das falsche Grab. Na gut. Ist aber auch gut. Ein Herzteil wird, dass ich nicht mehr abholen muss, ne? So, dann haben wir da noch diesen Totengräber, der da rumgeistert. Mit dem kriegt man auch ein Herzteil, aber das habe ich im Spiel nie rausgekriegt. Echt nicht? Nö. Ich habe den da an allen Grabungsstellen suchen lassen und der hat es nie ausgegraben. Du musst es so oft machen, bis das auskriegt. Das ist das Einzige. Was zählt? So haben wir den Hyja-Schild ohne Kohle ausgeben zu müssen gekriegt. Praktisch, ne? Yep. Finde ich auch. No. Ich ja. Yes. No. Hey, Leseschild, wie geht's? Boah, geköpft. Was du hast. Du köpfst Leute.
Nein, das war kein. Das war keine Person, das war ein Leseschild. Ach so. Ach ja, ein weiterer Trick für den kleinen Framebruch hier. Ich wollte euch jetzt hier einen Trick zeigen, aber muss erstmal wieder warten, bis er sich wieder eingekriegt hat. Aber sieht vor aus, als ob er es jetzt hat. Na komm schon, so. So. Ja, ich hasse das Spiel. So, und schon ist das Leseschild wieder ganz und wieder kaputt. Ja, aber es ging halt um den Trick, nämlich mit Zeldas Wiegenlied kann man den Leseschild einfach wieder reparieren. Cool. Das habe ich erst rausgefunden, als ich das irgendwo nachgelesen habe. Da habe ich dann rausgekriegt. So, jetzt gehen wir erstmal hier auf Skulpturajagd. Und töten hier die meisten Skulpturas, die wir als Kind erreichen können. Als Erwachsener den Rest. So. Upsa. Und wenn wir dann das mit den Skulpturen erledigt haben, geht's dann ab zu den Goronen. Und ich muss mich natürlich auch nochmals entschuldigen wegen der Framebrüche. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ist bei dieser ROM eigentlich einzigartig, dass die Framebrüche so oft auftauchen? Vielleicht ist das Spiel die 1.0-Version, vielleicht ist das eine Version, die so flüssig laufen tut, dass wir es aber nicht bemerken. Und die wurde vielleicht bei den älteren Versionen abgeschafft, dieses zu sehr flüssige. Das kann doch auch sein. Naja, das Problem ist halt, das ist ja eine englische und Englisch ist automatisch 60 Frames und ich nehme ja mit 30 auf. Mit 50 wird es schlimmer mit den Framebrüchen. Weil das halt mehr Leistung braucht. Ich weiß sowieso, dass mein Laptop derzeit nicht gerade in Höchstleistung ist. Ich würde sowieso irgendwann mir einen neuen zulegen, aber das dauert halt eine Zeit wieder. Schon wieder neu? Ja, weil die Grafikkarte wieder abspackt durch die Hitzewelle. Ist da irgendwie was kaputt? Die Hitzewelle ist doch schon lange weg. Ja, aber das ist natürlich dauerhafter Schaden. Der geht nicht einfach wieder weg. So, ab zum Todesberg. Oder den Gebirgspfad, wie wir es hier übersetzt haben. Ich finde diese Lupe so geil. Lupe? Ja, es gibt so eine Lupe für die Maus. Damit kannst du alles voll vergrößern. Was auf dem Desktop zu sehen ist. Wie eine Lupe halt. Du meinst die Bildschirmlupe? Ja. Ach so. So, nun treffen wir uns zum ersten Mal mit den Goronen. das ist aber nicht irgendeine Lupe. Das ist nämlich die Gigalupe. Ich liebe diese Gigalupe.